So, weiter geht die wilde Fahrt. Haben kurz hier gekuttet. Was ist hier eigentlich? Ja, das ist ein Stein. Küstenschale? Ja. Bin ich mal gespannt, was Küstenschale macht. So eine Reisschale, die da an Ach, der die Küste habe ich aber kaputt schon. platzt. Ah, super. Die war in der Deutsch. Küstenhöhle. Nö, nicht Du kannst doch wirklich. nicht 002 wegwerfen, was würde James Bond dazu sagen? Na, jetzt bin ich nur noch 005. Ich glaube, du bist gut genug, um mich zu schlagen. Ja, Tristian, die habe ich auch geschlagen. Ja, aber ich bin quasi mir. Jetzt pass auf, jetzt heißt der wirklich quasi mir. Nee, Alex. Wo bist du langweilig? Ja, der ist echt langweilig. Guck mal, was der Ja, einsetzt. das ist doch immer so. Da kommen die Mods-Trainer hier mit richtig legendären Pokémon und was weiß ich, du hast Herausforderungen pur. Und dann kommt der nächste daher, der Mirapla hat. Und am besten noch Ja, ein und dann kommt der Karpador. Alex, ne? Ja, kommt Alex und hat einen Karpador und alles ändert sich. Knackleon. Kackleon. Ich glaube, das war jetzt blöd. Ich glaube, Knackleon hat doch die Fähigkeit Wegsperre. Manchmal. Manchmal, immer. Das kann, glaube ich, gar nichts anderes. Ich guck mal. Ja, danke, ich konnte noch. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich muss es trainieren, das ist das Schlimme. Hast du die gerandomized, die Fähigkeiten? Wie die Fähigkeiten? Und ob die auch zufällig Fähigkeiten Nein. haben? Dann hast du Glück gehabt. Ich glaube, das hat die Angsthasenfähigkeit, dass du nicht fliehen kannst oder es kann fliehen. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Wegsperre kannst du aber auch haben, glaube ich. Ja, Wegsperre kann's haben. Aber auch, wohin genau, beziehungsweise Isso kann auch eine andere Fähigkeit haben. Haben sie aber meistens nicht. Nee, nicht wirklich. Oh, Rüdiger, er hat ein Level Up. Ist gut gemacht. Noctuska? Ja, das ist der große Typ mit dem Sombrero. Was? Ich bin Tuska? Nee, ich bin No Tuska. No No Tuska! Tuska. Tuska, no help here. Senior Tuska. Ist es Samba-Time? Samba! Samba de Na na Tuska. na 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 na. Ach, es hat ja noch den Unlichttyp nebenbei, ne? Ja, das macht nichts, es regnet halt. Dadurch wird dein Schaden halbiert. Jetzt stell dir mal vor, es fängt in so einer Höhle an zu regnen. Tropft halt von der Decke. Kannst du das mal ausmachen? Jetzt stell dir mal vor, du holst dein Kyogre vom Haus oder so raus. Und dann schwimmt einfach alles. Und er liegt da auf dem Boden und freut sich so. Platsch, platsch. Genau. Aua, tut das weh. Der Stachelhaar, das ist prozentual. Ich glaube, ein Achtel von deinem Leben zieht das ab oder so. Na, Tauburger, es fehlt im Schritt. Ach, du hast gar keinen Schritt. Doch, siehst du nicht die kleine Einbeulung da unten? Das nennst du Schritt. Ja. Das ist ein Einbeulungsschrittmacher. Da ist auch alles fit und Ach leicht. nö, jetzt muss ich nochmal wechseln. So ein Rotz. Schad 10, ja. Jetzt krieg ich gleich wieder heftigen Schaden reingepresst. Dankeschön. Komm. Na, nicht so schlimm wie bei Ja, Palimpalim. egal, prozentual. Hi, Nimm mal das Taschentuch aus deiner Fresse raus. Was mache Kenner! ich denn? Nee. Keine Ahnung, du wünschst dir was? Ich wünsch mir was. Nicht hier die Och, Fuß. Manfred, verflixte Scheiße hier. Er kann mich Ah. wenigstens nicht vergiften. Ich bin aber müde. Ich mach das jetzt so lange, bis es aufwacht. Chris, lass mich schlafen. Es tut bestimmt voll weh. Der rasiert ihm die Eier. Satzenia, du rasierst uns die Eier. Wie bitte? Verrat! Und das haben ausgerechnet sie. Ein rücksichtsloses Tarzinia. Wie bitte? Er schaut schon so. Das sagen ausgerechnet sie. Jo. Jo. Was willst du dagegen tun? Ach das. Okay. Das sagen ausgerechnet sie. Jo. Jo. Wie redest du mich hier überhaupt an? Mit sie? Ich bin keine sie, ich bin er. Ich heiße Alex. Ja, genau. Irgendwann mache ich meinen eigenen Pokémon-Hack Heck, und und. dann heißen alle Trainer Alex, Nein, ne? und die Trainer, die Alex haben, sagen nur die ganze Zeit, ich bin Alex. Hey, hier kommt Alex. Da ist ja Treppen. Atreppen? Jo, mei. Ich glaube, ich spiele hier mit Ardödel.
So, Mumfrey, zeig, wie stark... Ach du Scheiße, kein Schutz mehr. Jetzt können wieder blöde Dinge passieren. Vor allem, wenn ich das Loch nicht treffe. Verdammt! Verrat! Mirabla. Ein Mirabla. Wer tritt denn hier auf den Miraplan? Okay, ja. La 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 la. Ich bin ein Mini-Team. Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf und große Ohren. Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin Knoblauch. Hallo! Knoblauch! Hey, hast du mein Knoblauch gesehen? Ach ja, da sehe ich das Projekt ja langsam zu dem Ende zu. Nein, kein. Oh, fuck yeah, Seeking! Fuck yeah! Dass sich das Projekt ja langsam dem Ende zuneigt, können wir schon mal ein bisschen Werbung für das wahrscheinlich nächste Pokémon-Projekt machen. Das ist aber gar nicht Pokémon, das ist mit kleinen Mädchen. Ja, es wird von meinem allerersten Projekt Tohomon and Other Worlds sozusagen ein Replay, bloß in Randomizer nicht, ne? Nö. Nur Nuzlocke. Ja, nee, Nuzlocke auch nicht so richtig, oder? Willst du Nuzlocke machen? Ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass das bei Another World so eine gute Idee ist. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Es wird auf jeden Fall ein Replay von dem Herrn Rush-Tier. Ah. Mir und dem Night Fox, wenn wir den dazu kriegen. Aber es ja, sieht ganz gut aus. Das wird lustig, weil wir dann so abwechselnd spielen immer. Mhm. Jedem gehören ein paar Pokémon. Aber Honig. Das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Ja, bestimmt noch eine Woche. Ja, eine Woche. In der Woche habe ich noch nicht mal die ganze Party hochgeladen. Ja, eine Woche von jetzt an, wo sie die Zuschauer das sehen. Mega Boots. Der macht gleich mega Leck, pass auf. Der hat sich jetzt auf die Zunge gebissen. Boah, boah, boah. Jetzt tritt er dir ins Gesicht mit der Zunge. Ich heil hier lieber mal ganz kurz. Ich habe nicht ein ganz blödes Gefühl. Ja, der kann bestimmt noch Erdbeben. Du, pass auf. Jetzt kommt der gleich mit einer mega starken Attacke. Mutenschlag. Muten-Roshi-Schlag. Mhm. Läuft bei ihm. Tja. Mama Donnerschock, wir müssen morgen noch nicht fertig. Ich kann mich nicht bewegen. Meine Zunge steckt fest. Na schlau, willst du nicht mal deine Zunge reinziehen? Sie steckt fest. Wo denn? Inkognito. Ja, jetzt holt das raus. Die Viecher konnten doch nichts. Nee, die können nur Kraftreserve. Ja, ich bin echt schlau. Und haben beschissene Stats. Und jetzt haben sie noch beschissenere Stats, Chris. Toll gemacht. Boah. Voll aufs Auge. Aber immerhin konntest du mit denen buchstabieren lernen. Ja. Lesen und schreiben dann mit Inkognito. Verdammt, nur eins! Das ist doch Fäuste schwingender Opa. Mhm. Und auf meinem Grundstück! Danzen. Warum? Wenn das das erste Pokémon gewesen wäre, das ich hier drin gefangen hätte, hätte ich den Topschutz gleich eingesetzt. Oh. Na gut, dann wäre die witzige Szene mit Kokobei nicht gekommen. Aber trotzdem. Ein Krabhammer, wo? Den wahrscheinlich keiner lernen kann. Schauen wir mal. Ich würde Sauwetter den Krabhammer beibringen, der kriegt STAB drauf. Ja, die dafür Hydropumpe weg, ne? Hast du die immer noch? Ja! Warte, schau mal, 120, 80 und was kann der Krabhammer? 95, 85. Und hat er noch was Besonderes? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der konnte noch irgendwas. Dann guck mal doch einfach mal kurz. Ich habe den Böse in Erinnerung. Der Krabhammer war böse. Ja, ich werde gerade zum Essen gerufen und ich bin gleich unterwegs. Warte, ich umhüb mich mal kurz. Volltrefferchance ist hoch. Ah, das ist nice. Na gut, dann mache ich mal noch alleine weiter. Ja, nee, ich bin gleich wieder da. Ich esse jetzt noch schnell im nächsten Part. Och, komm, ey! Ihr Kinners. Und Chris, viel Spaß noch. Nicht sterben lassen, während die anderen drinne. Also ich denke mal, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter aufnehmen und irgendwann wird er einfach wieder dazustoßen. Ja, bis gleich. Tschüss. So. Togepi, jetzt sind wir wieder ein bisschen unter uns, Freunde. Na? Ach, das ist wirklich beschissen. Also, hier kriege ich jetzt die Pokémon, die ich so gern gehabt hätte, kriege ich nicht. Und ich bräuchte jetzt sehr, sehr dringend einen Schutz. Togepi!
die einzige Chance, wie wir jetzt hier noch ein Pokémon fangen dürften, wäre das Shiny. Syndrom der nächste Mal, aber ist nicht. Gibt keine Shinies. Was will denn der? Was will denn der hier, hä? Hallo, komm mal her, ich werde dich besiegen. Also nochmal so nebenbei, Tohomon and Other World Replay. Und zwar, wahrscheinlich wird das Ganze so ablaufen, dass halt jeder der drei aufnimmt. Und wir werden das dann halt so machen, dass wir alleine jeweils aufnehmen. Und halt die anderen dann sozusagen ein bisschen trollen und so weiter, dass jeder zwei Teammitglieder kriegt. Was machst denn du? Und so weiter und so fort. Also ich denke, das wird relativ witzig. Ihr werdet es aber dann sehen, wenn wir da... Ich denke mal, vielleicht machen wir dann ein Ankündigungsvideo. Mal gucken. Aber ich werde in Zukunft auch noch häufiger Pokémon-Projekte machen, bei denen ich mir aber noch nicht ganz sicher bin, ob ich die Randomizer Nuzlocke-Geschichte fortführe. Denn mal so ganz normal machen ist ja auch nicht schlecht. Am besten alle Projekte doppelt machen, ja. Pokémon Silber, normal. Pokémon Silber, randomized. Pokémon Rubin, normal. Pokémon randomized, gerubint, genau. Ich bin verwirrt. Ich hoffe, ich bin jetzt übrigens nicht zu laut und ich habe ein bisschen verflixt, ein bisschen am Mikrofon rumgespielt und mal gucken. Da oben ist auch noch... Ah, verflixt! Ich glaube irgendwie nicht mehr, dass wir Rührei noch ein bisschen nach oben bekommen. Oh! Moment, Leute. So, weiter geht's. Da hat sich gerade im Hintergrund mein Virenprogramm geupdatet und ein bisschen blöd. Ja, gut. Feuerschlag, Wer kann Feuerschlag dann... Mal gucken. Ja. Gut, dann haben wir noch mal eine schöne Attacke. Ja, mal, so schaut es aus. Na, jetzt schleichen wir uns dann noch gleich an den ran und... Och, mein Ohr. Ich bin traurig. Leute, ich bin so traurig. Ja, ja. So, jetzt packen wir Rührei nach vorne, damit wir das noch ein bisschen trainieren können. Na du, die Siegelstraße ist sehr schwer zu meistern. Weil hier 25 Millionen Pokémon kommen und kein Durchkommen ist. Ich kann Bälle werfen. Wie lieb. Genau. Was passt denn da am besten? Manfred, komm. Jetzt bringt es ja jetzt echt voll. Feuerschlag. Putz. Boah, es hat voll reingezogen. Voll toll. Aber ihr seht ja, normalerweise hätte ich jetzt hier schon Pokémon Level 60, 70 oder sowas und jetzt alle auf 50. Das ist total... Ne, nicht toll. Jetzt passt auf, ich versage in der Liga. In der Liga gehe ich Game Over. Ist dann nämlich immer noch so, dass ich Game Over gehen sollte, wenn mein Team drauf geht. Gut gemacht. Ja, das hast du fein gemacht. So. Dich mal wieder nach vorne. So. Ja, ich hätte nur noch ein paar Schutz-Items kaufen sollen, aber habe ich leider Gottes nicht getan. Ich habe mit Knoblauch auf dem Kopf. Na, ja, halt für den Schritt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Come on. Und Sichlor. Dann nehme ich doch gerne die Erfahrungspunkte mit. Pass auf, Feuerschlag. Gut. Na also. So, da war noch ein Item. Ah, scheiße! Man erzählt von einem Wunderkind.
Ich bin kein Kind. Libi. Libiskus. Ach, Libiskus. Ich habe das mal Libikus gelesen. Auch gut. So. Machen wir mal so. Zu Sauwetter. Denn wenn das Libiskus böse Attacken kann, dann ist es blöd. Und jetzt kann nämlich der Donner 100 pro treffen. Jetzt pass auf, der Rush, der sitzt jetzt an seinem Rechner und hört einfach nur gemutet zu. So. Do, do, da, do, do, do. Was ist Libiskus eigentlich? Eine Lunge oder eine Leber oder eine Milz? Kindwurm. Da bleibe ich bei Sauwetter. Scott. Na ja, ich bin Scott. Ja, was gibt's zu erzählen? Wir haben ja momentan unser tolles Amazing Adventure Projekt und da dürft ihr ja sehr gerne auch mal reingucken. Da hätten wir nichts dagegen. Die Playlist findet ihr auf meinem Kanal direkt, wenn ihr drauf geht, dürftet ihr unten die Amazing Adventure Playlist finden. Und wir haben auch momentan noch ein Minecraft Together am Laufen mit dem Nightfox und dem True. Dürft ihr auch reingucken, ist glaube ich auch auf der Startseite. Also es ist momentan relativ viel los. Da dürft ihr alle gerne mal reingucken. Reinlinsen. Ich mag keine Linsen. Dann eben reinerbsen. So. Ach, das ist ja wunderschön. Mediti. da habe ich nichts. Ja, wobei, Coco, weil er hätte theoretisch gesehen Konfusion, aber Level, ne. Ich muss ja auch ganz ehrlich sein, ich habe keine große Hoffnung für Coco, weil ich habe eher die Hoffnung für die anderen fünf. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, wobei, ich hätte Nöpköller einsetzen können und fliegen. Aber habe ich leider nicht. Putz! Putz, 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 putz. Krakelo? Ne. Jetzt musste ich hier mal ganz gekonnt das Mikrofon hochklappen. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich habe jetzt nämlich gerade vorhin, als ich die Aufnahme kurz unterbrechen musste, habe ich nämlich auch nochmal kurz hier am Mikrofon rumgewerkelt und ja, ich weiß nicht. Ist ja immer so, dass es sich umstellt, wie es Gott will. Oh, come on jetzt, Scott, was soll denn das? Ich bring ihn um, ich heil mich einfach wieder voll. Da kommt er ja gerade richtig. Ich bin schon seit einer Minute oder so wieder da. Ich habe bloß einen Moment abgewartet, wo ich irgendwas Blödes reinbrüllen kann. Ich hab's gewusst. Ich wusste es. Der hat mich Wunderkind genannt. Ja, bist ein ganz besonderes Kind, Chris. Ich hab einen Windelball bekommen. So, jetzt halte ich nochmal kurz meine Pokémon so ein bisschen und dann muss ich sowieso den nächsten Cut sitzen. Achso, war das jetzt hier immer noch der zweite, ja? Ja, ich bin immer noch im zweiten. Jetzt ist er aber vorbei. Da bin also, ich ja noch super wiederkommen. Bei uns gab's gerade falschen Hasen. Na, das ist ein echter Hase, bloß kein echter Hase. Ja, jetzt kommt der richtige Hase mit dem Cut. Soll ich dir meinen echten Hasen zeigen? Nö.